Der nächste Vortragende heißt Wolfi Christel, auf Twitter @WolfiChristel. Der Titel des Vortrags lautet Big Data Business, Profiling and Privacy. Wolfi Christel ist Forscher, Schriftsteller, Aktivist, Spieledesigner, unter anderem für Data Dealer. Und seine Themenfelder sind Big Data, Privatsphäre, Tracking, algorithmische Entscheidungen, Überwachung. Und er hat auch kürzlich ein Buch herausgebracht mit Sarah Speakermann, Networks of Control. Wie geht das? So? Ja. Wunderbar. Einen kleinen Moment noch. Gib's Mikro ein bisschen weiter runter, sonst pops. Genau, weil ich spreche ja relativ laut, normalerweise gerne. So, meine Folien habe ich auch hier. Und gut. Mein Name ist Wolfi Christel. Ich werde mich kurz vorstellen, etwas von meiner Arbeit erzählen, von meinen künftigen Projekten erzählen und werde versuchen, das relativ kurz zu halten. Die Dinge, die ich normal erzähle, kann ich auch sehr ausführlich erzählen. Da gibt es aber einige Vorträge im Netz, da gibt es ein Buch, das ich verfasst habe, da kann man das alles nachlesen. Darum werde ich jetzt etwas einen Schnelldurchlauf machen. Wie gesagt, ich war involviert in diese Entwicklung des Spiels Data Dealer, ein kritisches, lustiges Spiel über das Thema Datensammeln und Privatsphäre, das man immer noch spielen kann online. Ich habe an verschiedenen Dokumentationen mitgemacht über digitales Tracking, beispielsweise hier für Bayerischen Rundfunk und kanadischen Filmboard haben wir eine siebenteilige Webdokumentation gemacht. Ich war da beratend tätig und ich habe dieses Buch Networks of Control, kann man gern durchgeben, wenn es ist, verfasst gemeinsam mit der Sarah Speakermann über kommerzielle digitale Überwachung, wie ich es nenne. Also das Daten, das wie sammeln, analysieren, verwerten und nutzen Firmen unsere Daten heute. Und was hat das für Implikationen auf unsere Gesellschaft, auf die Privatsphäre? Das Buch steht als PDF-Download zur Verfügung unter dieser Webadresse, kann man aber auch käuflich erwerben. Gut, ein Schnelldurchlauf durch die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Daten sammeln, Datenhandelsunternehmen gibt es schon lange, seit den 70er Jahren wahrscheinlich. Ist das aufgekommen, dass auf der einen Seite im Risikobereich, also Wirtschaftsauskunftsteilen, die Daten gesammelt haben über die Kreditwürdigkeit von Menschen, über die Bonität von Menschen. In Österreich gibt es den Kreditschutzverband, in Deutschland die Schufa, es gibt verschiedene andere Unternehmen wie Bertelsmann, Avato, die solche Dinge machen. Dieser Risiko Datensammelbereich, der besteht natürlich, der geht dann in andere Richtungen. Da werden dann auch Daten gesammelt darüber, wer dann vielleicht einen Handyvertrag bekommt, wer welche Zahlungsoptionen bei Strom- oder Gasbetreibern bekommt, sogenannte schwarze Listen, auch im Versicherungsbereich. In den USA ist es so, mit einem schlechten Credit Score bekommt man oft weder eine Wohnung noch einen Job, noch irgendwelche Finanzdienstleistungen. Das kann schon relativ drastische Auswirkungen haben auf Einzelne. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Bereich Marketing, Datenhandel, Adresshandel. Früher waren das so Listen von Postadressen, die gehandelt worden sind mit hunderttausenden Menschen, die bestimmte Zeitungen abonniert haben. Oder man kann kaufen jetzt in Deutschland zum Beispiel die Käufer und Käuferinnen der letzten 6 Monate bei Beate Use, kann man die Liste einfach kaufen bei Bertelsmann oder die Abonnentenliste von irgendwelchen Kirchenzeitungen kann man genauso kaufen. Marketingdaten, Konsumenten und Konsumentinnen sortieren, darum geht es aus meiner Sicht eigentlich, weil das wird nicht nur verwendet für Postwurfsendungen, für verschiedene Arten von Spam, sondern auch, es werden damit auch die Daten von Firmen, die Kundendatenbanken damit sortiert, zum Beispiel in A bis C Kunden und Kundinnen, da gibt es die wertvollen Kunden und Kundinnen und die ein Unternehmen eigentlich in Wirklichkeit loswerden möchte. Und allein davon wissen wir eigentlich relativ wenig. International gibt es so Firmen wie Axiom, die
seit den 1970er Jahren schon umfangreiche Dossiers darüber gesammelt haben, wo über die Ausbildung von Menschen, wo sie gewohnt haben das ganze Leben, wo sie gearbeitet haben, was sie besitzen, Konsum-Einkaufsverhalten, Finanzdaten, aber auch so Dinge wie zum Beispiel, sie sammeln keine Daten über welche Krankheiten jemand hat, aber sie sammeln Daten über Gesundheitsinteressen. Gut, heute, wie wir wissen, wenn wir uns im Web bewegen, sammeln unzählige Drittparteien Daten über unsere Klicks. Hier habe ich 5 Webseiten besucht, da sind 130 Drittparteien übertragen worden. Mit Lightbeam ist es hier visualisiert. Wir haben auf der anderen Seite unser Mobiltelefon. Nicht nur die Apps selber sammeln Daten, sondern sie haben auch wieder Drittparteien eingebaut, wo die Daten wieder an unzählige andere Unternehmen weitergegeben werden. Nicht zuletzt das schöne Internet der Dinge, es gibt ganz viele Geräte, die Sensoren, vielleicht ein bisschen kleinere Sensoren wie die hier, und Netzwerkverbindungen haben. Gut, und heute kommt das aber alles zusammen. Eine Firma wie zum Beispiel Oracle, eigentlich bekannt als großer Datenbankhersteller oder Business-Software-Hersteller, hat in den letzten Jahren auch ganz viele Data Broker oder Konsumentendaten Handelsfirmen gekauft und sagt jetzt, wir sammeln, wir wissen darüber, what consumers do, what consumers say, what consumers buy, von allen möglichen Kanälen, von online, mobile, E-Mail, sogar Einkäufe im Geschäft, sogar TV-Verhalten wird vermessen und wird dann teilweise versucht, das zuzuordnen, alle unterschiedlichen Lebenskontexte von online bis zum Einkaufsverhalten wird versucht in ein sozusagen zu matchen und da gibt es dann sowas wie den Oracle Identity Graph, der dazu dient. Hier sieht man, sie sagen dann, jetzt gibt es eine Cookie-ID vom Websurfen, eine E-Mail-ID, eine Postal-ID, eine Mobile-ID und das soll dann zugeordnet werden und in ein einziges Profil integriert werden. Oracle sagt zum Beispiel, sie sammeln Profile über 3 Milliarden Menschen. Ob das soweit stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es relativ viele sind. Gleichzeitig hat so eine Firma wie Oracle sehr viele Partnerschaften. Sie bieten dann in ihrem Data Directory Daten von allen möglichen anderen Datenhandelsunternehmen an, von den großen Kreditwirtschaftsauskunftsteilen in den USA, genauso wie von Visa und Mastercard und natürlich arbeiten sie auch mit Google und Facebook zusammen. Ja, was zeige ich noch her? Facebook ist natürlich selber eine große Datensammelmaschine. Wie wir alle wissen, wenn man auf Facebook Werbetreibender ist, kann man zum Beispiel Menschen, wenn man die erreichen will, mit bestimmten zielgerichteten Werbeanzeigen, kann man so Kriterien verwenden wie arabische Sprache, Depression, Gewerkschaft oder Kleidung in Übergrößen oder Multiple Sklerose. Das sind alles so Kategorien, die eigentlich nach Datenschutzrecht eher sensiblere Informationen sind. Trotzdem kann man die heute verwenden, weil Facebook die User in zehntausende Kategorien sortiert. Das stimmt wahrscheinlich oft nicht, aber die Firmen werden immer besser bei diesen Einordnungen und Kategorisierungen. Facebook arbeitet zum Beispiel auch mit Axiom zusammen, das ist, oder mit Oracle sogar, um die Kategorisierung der User zu verbessern. Dann gibt es Firmen, bietet Oracle auch an, wie Visual DNA. Die bieten an Online-Quizzes. Sie sagen, 40 Millionen Menschen haben sich Online-Quizzes gemacht und bauen auf dieser Basis dann User-Profiles über 500 Millionen Menschen, verkaufen das für Marketingzwecke, für Targeting, aber auch für Kredit- und Risikomanagement inzwischen. Und kooperieren mit Unternehmen wie der großen Wirtschaftsauskunft der Experian oder mit einer Versicherung wie Admiral. Andere Firmen, Signify, das ist sehr schön, das ist quasi ein, sie sagen, sie sind die Ultimate Data Monetization Platform for Mobile Network Operators.
Und auf der einen Seite sieht man Marketing, auf der anderen Seite Credit und Finance. Die bieten an, Credit Scores zu berechnen auf Basis des Anrufverhaltens von Leuten, die telefonieren. Und kooperieren mit großen Telekom-Riesen inzwischen wie Telefonica. Es gibt viele, viele andere Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Zum Beispiel Fraud Detection, Online-Betrugserkennung. Das ist hier Trustev. Das ist eine sehr schöne Übersicht, was die für Daten sammeln, was die für Daten verwenden, um zu entscheiden, welche Online-Nutzer zuverlässig sind und welche ein Risiko sind und vielleicht ausgeschlossen werden von Services oder von Bestellungen oder die bestimmte Bestell-Zahlungsvarianten, Versandvarianten bekommen oder nicht. Und die gehören TransUnion, einer ganz großen Wirtschaftsauskunftei. So, dieses Thema haben einige von euch wahrscheinlich schon oft gehört in letzter Zeit. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das ist die Zeit zu wenig. Unabhängig davon, wie weit jetzt die Technologie von dieser Firma Cambridge Analytica funktioniert oder nicht, die sammeln Daten über potenzielle Wähler und Wählerinnen in den USA, Großbritannien und anderen Ländern, waren bei der Trump- und bei der Brexit-Kampagne an Bord. Unabhängig davon, ob das funktioniert oder nicht, ich finde, das ist ein sehr bedrohlicher Bereich, dieses Voter-Targeting, wo man versucht, auf Basis von Persönlichkeitsprofilen, von umfangreichen digitalen Spuren, die Menschen einzusortieren in gewisse politische Kategorien und denen dann zielgerichtet bestimmte personalisierte Botschaften zukommen zu lassen. Nicht zuletzt gibt es diesen ganzen Bereich der personalisierten Preise, der personalisierten Angebote, der eine immer größere Rolle spielt, wo sozusagen versucht wird, jeden Internetnutzer in jeder Phase seines Alltags zu bewerten, mit einem Customer Value Score zu versehen. Du bist was wert für mich, du bist für mich nichts wert oder auch du bist ein Risiko oder du bist kein Risiko und abhängig davon bestimmte Angebote oder auch unterschiedliche Preise sogar zu vergeben. Gut. So sieht dieses Marketing-Technology oder Ad-Tech-Ökosystem heute aus. Es sind unzählige Firmen, tausende Firmen, die eigentlich sehr viele von denen sammeln persönliche Daten über unseren Alltag. Hier gibt es eine Firma Segment, die sagen zum Beispiel, collect all of your customer data and send it anywhere. Man kann, wenn man das benutzt und in die Website einbaut, dann kann man mit Knopfdruck die Daten an 150 andere Dienste übertragen. Die Nutzerdaten. Sogar zu Betrugserkennungsdiensten, zu CRM-Systemen und so weiter und so fort. Und der wesentliche Punkt ist, dass immer mehr pseudonyme Identifiers verwendet werden, um die Daten dann wieder zuzuordnen, die an unterschiedlichen Stellen anfallen. Das Wichtigste, der wichtigste Identifier ist eigentlich die E-Mail-Adresse. Das wird dann mit einer Hash-Funktion anonymisiert. Und alle Betreiber von diesen AdTech-Systemen und Datenhändlern benutzen die gleiche Hash-Funktion. Und so kann man quasi an jeder Stelle unter unterschiedlichsten Betreibern und Firmen immer wieder Menschen individuell zuordnen. Und dann gibt es viele andere Identifier, die im Moment gerade aufkommen und eingeführt werden. Oracle haben wir schon gesehen, zum Beispiel Axiom, Identity Link, das ist relativ neu, die bieten jetzt an mit ihrem Axiom Identity Link, der auch wieder die Aufgabe hat, Profile zu matchen aus unterschiedlichen Quellen, die Visa-Einkaufsdaten zugänglich zu machen, zumindest in den USA, für andere Firmen und Werbetreibende. Gut, vielleicht noch ganz kurz, in Deutschland ist es nicht so, dass es das bei uns gar nicht gibt. Das ist zum Beispiel Avato von Bertelsmann, die bieten auch so etwas Ähnliches an. Die sagen zum Beispiel, Ziel von Unternehmen ist es, möglichst einen 360-Grad-Blick
auf ihre Kunden zu halten. Was technisch einfach zu lösen ist, ist aber rechtlich oftmals unter Datenschutzgesichtspunkten verboten. Naja, unser Produkt unterstützt Sie dabei, eine Unique Customer ID zu schaffen und Daten anonymisiert aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Mit dem Verfahren sind wir in der Lage, etwas Gutes für den Datenschutz zu tun und haben gleichzeitig eine Grundlage, um unser Geschäftsmodell datenschutzkonform zu betreiben. Also es ist sehr schwindlig, wie die Dinge immer formulieren. In mancher Hinsicht bieten solche Systeme, die User-Profile hashen, durchaus aus IT-Sicherheitsgründen einen Vorteil, aber nicht unbedingt aus Privacy- und Privatsphäre-Gründen. So, ich werde jetzt ein bisschen anzahlen. Da haben wir wieder Cruxes, so eine Online-Data-Broker, die sagen zum Beispiel, man kann akkurat und anonym eindeutige Individuen identifizieren. Diese Formulierungen findet man quasi überall. Gut, LotteMe zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Plattform. Die haben so einen Tracking-Service, das heißt crowdcontrol.net, wenn man sich das im Lightbeam ansieht, finde ich einen sehr schönen Domainnamen. Und die sagen dann irgendwo, es sind deine Daten. Du hast das Recht, sie zu kontrollieren, weiterzugeben und sie so zu nutzen, wie es dir passt. Das Interessante ist, dass sie das nicht zu den Nutzern sagen, sondern zu ihren Firmenkunden, die sozusagen Daten kaufen. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr schön, wo wir im Endeffekt stehen im Moment. Und ich möchte jetzt den Teil, wo es um Handlungsempfehlungen und so weiter geht, mir sparen. Das gibt es in unserem Buch nachzulesen. Sondern noch ganz kurz vorstellen, woran ich jetzt gerade arbeite, nämlich ein Projekt, das heißt Tracking, The Trackers soll es heißen, Arbeitstitel, und das soll eine Online-Wissensplattform über digitales Tracking, Profiling, algorithmische Entscheidungen und Privatsphäre werden, die Wissen und Information über diese Dinge sammelt, die im Moment sehr zerstreut überall zu finden sind. Und das Ziel ist, eine Balance zwischen Zugänglichkeit und Vollständigkeit zu finden in dem Zusammenhang und eine Balance zwischen Aktualität und Überblick über die Vergangenheit, und zwar in Form im ersten Schritt mal eine Art Literaturdatenbank, all die Quellen, die es zum Thema gibt, und zwar nicht nur wissenschaftlich-akademische, sondern auch News, genauso von Privacy-Organisationen und so weiter und so fort, aufzulisten zu bestimmten Themenbereichen wie Data Broker, wie Voter Targeting und so weiter und so fort. Daran arbeite ich im Moment. Und ja, wenn das interessiert, gerne auf mich zukommen nachher. Ich denke mir, ich schließe jetzt, weil ich bin eh schon viel zu lang, so wie immer, mit einem schönen Zitat vom Eric Schmidt von Google. You have to fight for your privacy or you will lose it. Weiß man nie, ist das ein Ratschlag gewesen oder ist es eine Drohung? Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Jetzt besteht noch die Möglichkeit, kurz Fragen zu stellen. Mich würde interessieren, wie viele von diesen Datenbrokern irgendwo einen Fuß in der EU haben, sodass man sie tatsächlich irgendwie rechtlich anschießen könnte. Ja, schon einige, zum Beispiel so eine Firma wie Axiom, eine der größten Datenhandelsfirmen in der Welt, die sitzen auch in Deutschland, die sind in Facebook listet sie zum Beispiel für Deutschland als offizielle Partner Datenhandelsunternehmen auf ihren FAQ-Seiten. Warum das im Moment nicht funktioniert mit der Verfolgung, mit dem Enforcement, ist ein übergreifendes Problem. Es gibt quasi einen Max Schrems, der versucht seit Jahren
da irgendwie was weiterzubringen. Ich bin vorsichtig optimistisch, was die neue europäische Datenschutzverordnung betrifft, ab Mai 2018, da wo es wirklich sehr viele Möglichkeiten geben wird, allein schon mal Informationen von den Unternehmen einzufordern und das hoffentlich auch durchgesetzt werden kann und die Strafdrohungen, die dann bis zu 4% sind, glaube ich, des Jahresumsatzes gehen sollen im Extremfall, die machen Unternehmen jetzt schon sehr unsicher. Und ich glaube, da gibt es dann das erste Mal Möglichkeiten, wirklich das mal anzugehen, weil aus meiner Sicht, das ist so, dass was diese Firmen, was viele Firmen im Moment machen, auch so Facebook oder Google, vieles davon ist illegal nach unseren Datenschutzgesetzgebungen und Regulierungen. Ja, eine Frage an dich, nachdem du versuchst, also da sehr viele Informationen zusammenzutragen. Gibt es jemanden, der einen Überblick hat, was auf EU-Ebene an Projekten finanziert wird, die Privatsphäre relevant sind, das heißt aus Sicherheitsaspekten, aus Gründen technischer Abschätzungen, aus Gründen der Privatsphäre, Grundrechtsschutz? Es gibt vereinzelt ja Projekte, die auch durchaus relevant sind für uns im Sinne von Grundrechtsschutz. Aber ich nehme an, ein überwiegender Teil davon wird ja in die Gegenrichtung sein. Gibt es jemanden, der einen Überblick hat, was da ungefähr läuft? Einen kompletten Überblick tue ich mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Man muss auch wirklich ein bisschen trennen, weil die Frage ist jetzt schon, rede ich zum Beispiel vom Sicherheitsbereich von IT-Security oder rede ich von Privacy? Im Security-Bereich gibt es doch auch noch einiges und auch viele von den großen Firmen sagen dann ja sehr oft irgendwie, so wie auch Google, wir machen alles mögliche secure und so weiter. Manchmal sagen sie sogar Privacy, wenn sie Security meinen. Wenn es um Privacy geht im Sinne von dem Schutz unserer informationellen Selbstbestimmung als Grundrecht, da sieht es aus meiner Sicht schon viel schwieriger aus. Da gibt es zwar akademische Forschungsprojekte, da gibt es Forschung in diesem ganzen Bereich, Privacy by Design, die bis jetzt halt noch nicht dazu geführt hat, dass Alternativen entstanden sind. Aber meine Forderung wäre auch, dass man als Gesellschaft eigentlich sagen sollte, es braucht viel mehr Geld, um die Entwicklungen in eine Richtung zu beeinflussen, wo es nicht so ist wie jetzt, wo zentralistische, paternalistische Konzerne eigentlich Tatsachen geschaffen haben die letzten 10 Jahre und niemand eigentlich demokratisch keinerlei demokratische Debatte stattgefunden hat, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen für eine Art von Informationsgesellschaft oder Informationstechnologie. Und ich glaube, da sollte man schon auch öffentlich viel Geld investieren, viel mehr Geld investieren. Noch weitere Fragen? Ich finde, du hast das sehr schön bei diesen Zitaten ja gezeigt, dass das ja diese Pseudo-Anonymisierung ist, mit denen die arbeiten. Also es ist ja, sie werben ja vor so ihren Kunden eigentlich damit, dass es direkt zuordnenbar ist zu der Person, gleichzeitig soll sie anonym sein. Ist diese Sorte von Daten dann völlig ausgenommen aus dem Datenschutzrecht und hast du dir das vielleicht speziell angeschaut dann bei der EU-Gesetzgebung, jetzt bei der neuen, sozusagen ist das der Ausweg oder kann man da überhaupt dann irgendwie... Also die Frage, was sind quasi personenbezogene Daten, war, glaube ich, ein ganz großer Teil dieses Lobbykriegs, der die letzten Jahre stattgefunden hat, um diese europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähnliches passiert jetzt noch immer bei der ergänzenden E-Privacy-Verordnung, wo es immer noch gekämpft wird und wo viele dieser Unternehmen in Panik sind, wenn jetzt plötzlich solche Geräte-IDs oder solche gehashten E-Mail-Adressen plötzlich als personenbezogene Daten gelten könnten und hoffentlich werden. Weil aus meiner Sicht ist es so, irgendein alphanumerischer Identifier, nur wenn der Name nicht dabei ist, mit dem kann man Menschen viel besser identifizieren in Wirklichkeit als mit dem Namen. Das ist ein besseres Identifikationskriterium. Und dass sie dann wirklich sehr oft sagen, auch in ihren Terms zum Beispiel, von Anonymisierung sprechen, ist aus meiner Sicht eine komplette Frechheit. Das ist sozusagen misleading and a knee und das machen diese Firmen an vielen Stellen. Und da bin ich wirklich der Hoffnung, dass sich das ändert. Nein, wir werden jetzt noch sehen, es ist im Moment noch im Gange mit der E-Privacy-Verordnung, was da wirklich rauskommt. Da wird ganz heftig gestritten. Und es ist auch so, ich bin, muss ich leider immer sagen, ich bin kein Jurist leider,
aber selbst Leute, die sich sehr gut auskennen mit der europäischen Datenschutzverordnung, tun sich etwas schwer zu prognostizieren, wie es in der Praxis funktionieren wird. Das ist die europäische Datenschutzverordnung ist sehr komplex, aus meiner Sicht deswegen, weil die Industrie so viel Scheiß reinlobbyiert hat. Aus Industriesicht teilweise vielleicht umgekehrt. Aber gut, es ist ein demokratischer Prozess. Ich glaube, wir werden manches erst in der Praxis sehen und müssen das deswegen im Auge behalten. Ja, danke für die vielen tollen Beispiele. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, also dass das all diese Datensammlungen etc. natürlich vom Privacy-Aspekt her Wahnsinn ist, irgendwie in Richtung Super-GAU schon fast geht, ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Wenn das Ganze aber nur drin mündet, dass dann die Werbung vielleicht ein bisschen passgenauer ist oder ein bisschen weniger passgenauer, dann kann man sagen, ja, der Impact ist jetzt nicht so hoch. Wo sind jetzt darüber hinaus diese Beispiele, wo man sagt, na, da passiert ja wirklich, passieren extreme Sachen. Werden Versicherungsprämien erhöht? Passiert das wirklich? Gibt es Evidenz dafür, dass das schon so angepasst wird? Wo entstehen so praktisch darüber hinaus noch Nachteile über diese, nur über die Werbungs-Marketing-Schiene hinaus? Ja, danke. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe es leider übersprungen aus Zeitgründen vorher. Da könnte ich sehr lang drüber reden. Ich versuche es möglichst knapp zu halten. Erstens Werbung. Wenn jetzt mal von personalisierter, datenbasierter Online-Werbung spricht, ist aus meiner Sicht hat nichts mehr zu tun mit dieser Art von Werbung, die wir früher hatten. Wir kriegen personalisierte, individualisierte Angebote auf Basis unserer Verhaltensweisen, eigentlich auf Basis unseres gesamten Alltagsverhaltens, das eigentlich fast rund um die Uhr getrackt wird und sehen quasi jeder was anderes. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, wer was sieht. Ist da schon nachgewiesen worden, dass es da sehr große Biases gibt, dass verschiedene gesellschaftliche, strukturelle Mechanismen reproduziert werden und da Diskriminierung entsteht. Es geht aber natürlich viel weiter, wenn dann Menschen unterschiedliche Angebote sehen, je nachdem, wie sie ökonomisch eingeschätzt werden oder gar unterschiedliche Preise bekommen. Wenn jetzt Unternehmen flächendeckend ihre kompletten Kundendatenbanken, und das tun sie schon sehr weitgehend, beginnen zu sortieren in sozusagen wertvolle, nicht wertvolle Kunden, in A bis C Kunden und Kundinnen und dann die einen quasi lange in der Telefonwarteschleife warten, die anderen sofort drankommen, das gleichzeitig null transparent ist, gibt es da schon ein großes diskriminierungs- und problematisches Potenzial. Es ist noch dazu extrem willkürlich und unsichtbar und man kann es eigentlich gar nicht nachweisen, wenn es um personalisierte Preise geht, ist das ganz schwer überhaupt nachzuweisen, habe ich personalisierte Preise bekommen, wenn ja, auf welcher Basis. Und dann gibt es diese vielen Firmen im Fintech-Bereich, wie das so schön heißt, in vielen anderen Bereichen, die wirklich versuchen, in diese lebensentscheidenden Bereiche reinzugehen und auch da diese ganzen Consumer-Data reinzubringen, wenn es dann wirklich geht um Finanzdienstleistungen, um Kredite, wenn es um Versicherungen geht. Und da gibt es international schon viele Firmen, die das machen. Es wird im Moment flächendeckend eigentlich in verschiedenen Ländern des globalen Südens schon ausgetestet. In Südafrika, teilweise in Südamerika, teilweise in Afrika, teilweise in Asien. Und ich denke, wenn wir nicht aufpassen als Gesellschaft, dann würden viele dieser Unternehmen das liebend gern bei uns auch einführen, dass man wirklich sagt, man hat im Endeffekt, wird man das ganze Leben von einem datenbasierten Score oder mehreren verfolgt, die darüber bestimmen, welche Möglichkeiten und welche Chancen man im Leben hat. So wie es auch in China im Moment staatlich geplant ist, ein sogenanntes Social Scoring System einzuführen, wo all diese Daten einfließen. Und ein letztes vielleicht noch, was für mich das Dramatischste ist, ist, dass so stark schon die Daten aus dem einen Kontext in anderen Kontexten verwendet werden. Es verschmelzen immer mehr die Bereiche Marketing und Werbung und Risikomanagement auf der anderen Seite. Betrugserkennung quasi auf der Risikoseite und Marketingdaten. Es sind meistens die gleichen Firmen, die das machen und sehr oft werden die Daten quasi für beide Zwecke verwendet. Und diese Überschreitung dieser Kontexte, das ist für mich die dramatischste Entwicklung in dieser Hinsicht. Gut, ich hoffe, das war jetzt in aller Kürze.
eine Frage noch. Gibt es Überlegungen, das auch von der anderen Seite aufzuzäumen? Also als Beispiel, ein großer österreichischer Handyvermittler benutzt Delta Vista. Delta Vista ist eine private Firma in Österreich, die Scoring-Daten erhebt. Das ist eine Opt-out-Geschichte, also man kann denen schreiben und sagen, ich möchte nicht, dass ihr Daten sammelt, aber solange man das nicht macht, sammeln die. Und ich hatte den Fall, dass ich bei A1 angerufen habe, die haben mir gesagt, ja, sie kriegen das Handy nur teurer, weil sie haben bei Delta Vista einen negativen Score. Mhm. Den Score habe ich dann korrigieren können, habe mich doch löschen lassen und habe das Handy zum Preis wie alle anderen bekommen. Aber das ist ja eine freiwillige Geschichte. Gibt es die Überlegung, dass ich bei Entscheidungen, wo Preise gemacht werden oder Handyverträge oder was sage, wo habt ihr euer Scoring her? Weil wenn ich nicht weiß, wo das herkommt, kann ich auch nicht dagegen vorgehen. Es gibt Auskunftsrechte, die gibt es schon jetzt. Vor allem bei Firmen in Österreich oder Deutschland funktioniert das relativ gut, dass man eigentlich jede Firma anschreiben kann und man muss in einer bestimmten, nach ein paar Wochen, nach 6 Wochen oder so, muss man eine Auskunft bekommen darüber, wo sind die Daten her, die sie verwenden. Ob das immer vollständig ist, ist eine andere Frage. Bin ich teilweise unsicher. Das wird sich noch verbessern mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, hoffe ich. Eine Sache noch vielleicht zu dem Thema, weil es gibt schon ganz viele Bereiche, wo man mehr oder weniger freiwillig teilnehmen kann, seine Daten auswerten lassen. Versicherungen, die jetzt schon den Fitness-Tracker, die Fitness-Tracker-Daten auswerten für den Versicherungstarif oder die Autofahrdaten, Beschleunigungsdaten und so weiter. Das ist schon sehr auf dem Vormarsch. Das sind im Moment Nischenprodukte. Da habe ich allerdings schon die Befürchtung, auf vieler gesellschaftlicher Ebene gibt es eine Art Normalisierung von all diesen Dingen. Wir können jetzt schon fast nicht mehr uns entscheiden, aus manchen Dingen auszusteigen, vor allem, weil wir dann noch riskanter beurteilt oder eingeschätzt werden. Wir können, wenn wir ein Mobiltelefon benutzen, eigentlich nur mehr entscheiden, ob wir das mit einem Google, mit einem Apple und mit einem Microsoft-Account machen. Hier vielleicht manche Menschen schon. Für 99% der Bevölkerung gilt das so, dass sie eigentlich keine Wahl haben. Und wenn sowas in Bereichen wie Versicherung oder Datenauswertung in anderen Bereichen passiert, sehe ich wirklich sehr schwarz. Gut. Dann danke nochmal.